Mehrmals die Stunde wird statistisch gesehen eine Frau in Deutschland von ihrem Partner verletzt. Das ist richtig eine Faust im Gesicht. 177 Frauen sind sogar 2019 durch häusliche Gewalt gestorben. Nach außen der Nice Guy, nach innen derjenige, der häusliche Gewalt praktiziert. Also das gibt's ganz, ganz oft. Viele der Betroffenen schämen sich so sehr, dass sie nicht darüber reden, was passiert ist, ihre Partner nicht anzeigen und zum Teil jahrelang mit diesen Männern zusammenleben. Wenn du niemanden hast, dann nimmst du den letzten Strohhalm, der dir bleibt. Ja. Das war er. Ich treffe heute Victoria und der ist genau das passiert. Und hier hat alles begonnen. Ich will herausfinden, wie leicht gerät man in eine gewalttätige Beziehung? Kann das allen passieren? Und wie kommt man da wieder raus? Hallo. Hallo. Ariane. Hallo. Hallo. Hier hast du mit deinem Ex-Freund zusammen gewohnt. Richtig. Wie ist das jetzt für dich, hier vor diesem Haus zu stehen? Komisch. Also normalerweise fahre ich immer noch mit dem Auto vorbei, wenn überhaupt. Aber dass man sich Zeit nimmt und irgendwie das nochmal Revue passieren lässt, ist eigenartig. Es ist ein Gefühl zwischen, es drückt mir auf die Brust und Erleichterung. Wollen wir mal rübergehen? Natürlich, sicher. Rückblick. Victoria ist 18, als sie sich in ihren damaligen Freund verliebt. Er 2 Jahre älter. Schon nach wenigen Monaten zieht er bei ihr ein. Das ist jetzt 8 Jahre her. Hat's schön angefangen? Wie immer, oder? Es fängt immer schön an. Wir haben uns durch Freunde kennengelernt, wir waren eine super Clique. Er war sozusagen mein zweiter Freund, man zieht zusammen, man freut sich. Neue Wohnung, neuer Partner, also das Glück war am Anfang perfekt. Wie fängt sowas an, nicht mehr schön zu sein? Schleichend, also von Schritt zu Schritt. Man wird einmal, während man sich im Spiegel anschaut zum Beispiel, bekrittelt. Du hast aber zugenommen, du bist aber fett oder du bist hässlich. Eher so durch Worte als durch Hände. Und gab es dann Konsequenzen für dich, dass du gesagt hast, ich nehme jetzt ab und jetzt wird hier 5-mal in der Woche zum Fitnessstudio gerannt? Also es war wirklich so in der Tat. Eine Mahlzeit am Tag mit 800 bis 1000 Kalorien war okay. Jeder normale Mensch weiß, dass das viel zu wenig ist. Ja. Dementsprechend war ich dann ja auch bei 44 Kilo. Ganz schön heftig. Ich frage mich, ob das typische erste Anzeichen für eine Gewaltbeziehung sind. Dazu treffe ich eine Beraterin für gewaltbetroffene Frauen. Hallo. Ja, hallo. Frau Böhm. Sabine Böhm berät seit 13 Jahren hunderte Frauen im Jahr, die psychische oder körperliche Gewalt durch ihre Partner erfahren. Ich zeige ihr, was mir Victoria erzählt hat. Häusliche Gewalt ist ja nicht nur tatsächliche Gewalt, ich schlage dich, sondern es fängt ja früher an. Ja. Das hat ja da schon begonnen. Ganz massiv, ja. Wie fühle ich das denn, wenn ich in dieser Beziehung bin? Ab wann ist denn der Punkt, wo ich sagen muss, ich bin tatsächlich in einer häuslich gewalttätigen Beziehungen? Die individuelle Fähigkeit, das zu erkennen, eben in dieser ja für einen selber noch intakten Liebesbeziehung, da plötzlich festzustellen, oh, da läuft ja was schief für mich, das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Ich glaube, was helfen könnte, ist, dass man grundsätzlich in jeder Beziehung für sich selber immer wieder guckt, tut mir das gut? Habe ich mein Leben in dieser Beziehung sehr stark verändert, ohne dass ich das vorher je mir überlegt hätte. Victoria lebt 2 Jahre mit ihrem damaligen Freund zusammen. Mittlerweile ist sie 2-mal umgezogen und hat sich ein neues Leben aufgebaut. So, jetzt erstmal Tee. So, jetzt kommt Marmelade. Tee magst du. Ich liebe Tee und Schokolade. Hast du jetzt ein anderes Gefühl zu Schokolade, nachdem der Ex-Freund da so manipulativ war? Also wenn ich jetzt Lust auf Schokolade habe, mache ich mir Lade auf und greife zu. Genau. Und das war früher nicht so? Das war früher nicht so. Ne? Wenn dir wer sagt, du bist fett, natürlich greifst du dann nicht zur Schokolade. Und das ist wirklich das Klassische, dass die Frauen sich die Verantwortung nehmen und sagen, ja, er hat recht, ich muss es ihm recht machen und dann alles versuchen, um wieder sozusagen in seinen Augen schön zu werden. Und also diese Demütigung, diese Herabwürdigung, das ist die erste Phase von einer Gewaltbeziehung. Wie war das denn mit den Familienmitgliedern und Freunden? Du hast irgendwann gesagt, er hat dich sehr isoliert. Richtig. Wie geht das? Stück für Stück. Unterbewusst. Also es war nicht erlaubt, mehr oder minder, sich mit Freunden zu treffen. Und wann dann nur
sehr kurz oder sehr sporadisch. Mhm. Und dasselbe natürlich mit der Familie. Wie artikuliert er das, dass das nicht erlaubt ist? Deine Freunde sind schlecht für dich, es ist kein guter Umgang für dich. Du hast eh mich, alles, was du brauchst, haben wir hier. Merkt man das dann in der Situation? Also wenn man jetzt von außen drauf guckt, denkt man natürlich, das kannst du doch nicht glauben, das kannst du doch nicht machen. Mhm. Aber in der Situation sieht das ja vielleicht ganz anders aus. Doch, wenn der dich so manipuliert den ganzen Tag und dir auch den ganzen Tag einredet, wie du aussiehst oder was du falsch machst oder was falsch an dir ist, dann glaubst du das. Wie kann ein Mensch einem Freunde verbieten, dass man irgendwann sagt, ja, okay, dann machen wir das so? Was häufig passiert ist, dass die Partner gar nicht so sagen, du darfst die nicht sehen, das verbiete ich dir. Sondern solche Sachen wie, weißt du, als wir das letzte Mal bei deinen Eltern waren, da haben die mich sehr, sehr verletzt. Ich glaube, die mögen mich wirklich gar nicht. Bei den Freundinnen ist es auch sehr, sehr klassisch zu sagen, die tun dir nicht gut. Immer dieses, ja, bin ich dir denn nicht genug? Und dann muss natürlich die Bestätigung kommen, doch, du bist alles für mich. Diese soziale Isolation, die die Täter betreiben, also wirklich auch ganz systematisch betreiben, das ist ein ganz sicheres Zeichen für häusliche Gewaltdynamik. Weil für die Täter ist es wichtig, dass die Betroffenen ihnen tatsächlich nur alleine ausgeliefert sind. Also dass es keine Rückmeldung mehr von anderen Leuten gibt, die sozusagen einen Gegenentwurf bieten könnten. Ne? Wie würdest du den als Menschen denn in der Phase da beschreiben? Also nach außen hin der netteste Typ. Also so einen Freund würde man gerne haben natürlich. Mhm. Offen, warmherzig, hilfsbereit, abenteuerlustig. Und kaum ist er natürlich zu Hause bei der Tür reinkommen, hat seinen Schalter umgelegt und er war ein komplett anderer Mensch. Ja, das Thema nach außen der Nice Guy, nach innen derjenige, der häusliche Gewalt praktiziert, also das gibt's ganz, ganz oft. Wenn wir das also einfach sehen könnten oder wenn Frauen das sofort merken könnten, dann würden sie sich tatsächlich ja nicht in diese Beziehung reinbegeben, sondern es sind eben ja die Netten, die Freundlichen, die Hilfsbereiten. Die Erniedrigung war alltäglich und die Streits gingen um auch alltägliche Sachen? Um alltägliche Sachen. Mhm. Mit wem schreibst du auf Facebook? Mit wem triffst du dich? Wo bist du ganze Zeit? Das klingt ja eher nach Eifersucht. Gab es da ein Problem? Von meiner Seite aus nicht. Mhm. Aber von seiner, weil am Ende habe ich dann rausgefunden, dass er mich betrogen hat. Schuld anerkennen, Schuld einmal annehmen, sich entschuldigen. Also das sind so Dinge, die jetzt nicht so präsent waren. Das ist so ein ganz, ganz klarer Grundzug, dass die Täter die Verantwortung nie übernehmen für das, was sie tun, sondern immer sagen, dein Verhalten hat mich dazu gebracht und du bist eben, ja, du trägst die Schuld an dem, was hier gerade passiert. Er isoliert sie, geht aber selber fremd. Wie passt das denn zusammen? Naja, weil für die Täter von häuslicher Gewalt gelten ja ganz andere Regeln als für die Betroffenen. Ne? Also diese übertriebene, ganz schlimme, paranoide Eifersucht ist auch immer ein gutes Markenzeichen für häusliche Gewalt. Und der erste Streit, wo es dann eskaliert ist, wie sah der aus? Ja, wir haben wieder angefangen zu diskutieren über Kleinigkeiten. Also ich habe damals am Wochenende gekellnert, habe natürlich nicht so viel Zeit gehabt. Dann ja, habe ich mir halt vorhalten lassen müssen, du hast nie Zeit für mich. Du bist nur Kellnern, um Menschen kennenzulernen, vor allem Männer kennenzulernen. Dann steigert sich natürlich die Lautstärke. Dann bewegt man sich, wenn man das Adrenalin irgendwie los wird. Und dann fängt es eigentlich eh schon an. Also man wird einmal gepackt oder man sagt, mal bitte geh weg von mir. Dann fängt so eine Rangelei an. Dann schreit man immer lauter, immer lauter. Dann beschimpft man sich. Mhm. Und ja, irgendwann kommt es dann zu ja, stärkeren Handgreiflichkeiten. Mhm. Und das bedeutet die Faust? Genau. Du hast richtig eine Faust im Gesicht? Es war dann pure Erniedrigung, wie ich mich im Spiegel gesehen habe. Also ich habe dann gewusst, okay, das ist wirklich passiert und das war so ein Wachrütteln. Dann habe ich natürlich alles dokumentiert. Und du hast es dokumentiert? Ich habe es dokumentiert, fotografiert und habe dann schlussendlich auch eine Anzeige erstattet. Ach, und dann gehst du da zur Polizei mit deinen Fotos und sagst, übrigens, der ist es. Wusste er davon? Er wusste nichts davon, aber die Polizei erkannte ihn schon. Wusstest du, dass die Polizei ihn kannte? Nein. Ach du Scheiße. Und dann stehst du da und denkst dir auch so, ihr kennt ihn schon, das ist ja anscheinend nicht das erste Mal gewesen. Genau. Wo bin ich denn da reingeraten? Genau.
Und das hätte eigentlich der Grund sein sollen, wo man endgültig einmal von sich aus sagt, okay, nein, die Person ist nichts für mich. Mhm. Und selbst da war es noch nicht so. Was sehr häufig ist, dass trotz wiederkehrender Gewalt mit zum Teil ja auch behandlungsbedürftigen Verletzungen, dass das auch relativ lange ertragen wird. Und natürlich, ganz wichtig, es gibt relativ lange und in den ersten Phasen von häuslicher Gewaltbeziehung auch immer wieder schöne Momente, die dann wie so Haltegriffe sind, wo man sagt, ah ja Mensch, es war doch, ne, gerade erst war es doch noch schön, ja, und jetzt ist er wieder ausgetickt, aber es wird auch wieder schön. Aber dass das Schöne eigentlich das Außergewöhnliche ist in der Beziehung und die Gewalt und die Erniedrigung, der völlige Normalzustand, das muss man erstmal begreifen und es dauert in der Regel sehr lange. Also grundsätzlich hätte mir wen gewünscht, der mich an die Hand nimmt und mir vielleicht die weiteren Schritte erklärt. Zwischen Polizei und Gericht vergeht einfach so eine lange Zeit, dass man selber einfach so viel Zeit hat, das Ganze nur mal Revue passieren zu lassen. Und das schwächt natürlich die Gefühle ab. Also die Wut und die Enttäuschung. Dann sind wir auch, und das ist die ja wirklich sehr verquere Situation, wir sind dann gemeinsam zum Gericht gefahren. Wir waren ein Paar und ich habe dann gegen mich ausgesagt. Sie hat einen ganz mutigen Schritt gemacht. Genau, und jetzt hätte sie sozusagen Unterstützung gebraucht und die kommt nicht und dann, naja, dann fällt sie wieder zurück in diese Verstrickung. Und das ist wirklich sehr, sehr häufig, dass Frauen dann genau gegen sich aussagen oder die Anzeige zurückziehen. Victoria wird von ihrem Ex-Freund einmal ins Gesicht geschlagen, danach nie mehr. Gewalttätig ist er weiterhin. Er verwüstet Victorias Wohnung, zerstört Möbel und schlägt ein Loch in die Wand. Dazu kommt die psychische Gewalt, die Victoria Tag und Nacht begleitet. Und dann hat er Schluss gemacht. Warum? Zitat, ich halte dich nicht mehr aus. Ach was. Genau. Versteht man das dann? Also wenn man eh schon so... Also ich war am Boden zerstört. Der einzige Mensch, den ich quasi noch in meinem Leben gehabt habe, habe mich jetzt auch verlassen. Und das war das Schlimmste, also was ich gebettelt habe im Nachhinein. Mal bitte nimm mich wieder zurück. Total irre. Aber wenn du niemanden hast, dann nimmst du den letzten Strohhalm, der dir bleibt. Ja. Das war er. Vor der Trennung wollte Victoria keine Hilfe von Freundinnen oder Kollegen annehmen. Als außenstehende Person sollte man dann aber trotzdem nicht aufhören, Hilfe anzubieten. Im Nachhinein erzählen uns Klientinnen sehr oft, dass ihnen aber dieses Ansprechen von außen, Mensch, da ist doch was und das ist doch ganz übel, was dir passiert und ich biete dir Hilfe an, dass für sie das so ein ganz wichtiger Baustein war auf dem Weg sozusagen raus. Also zwar nicht unmittelbar kann man raus, aber das arbeitet in einem sozusagen und dass man auch die Vorstellung hat, ach so, das findet jemand unrecht. Und war es dann tatsächlich so schwierig, ins alte Leben mit Familie und Freunden zurückzukommen, wie du als isolierte Person gedacht hast? Es war im Prinzip leichter, als ich gedacht habe. Freunde verlassen einen nicht gleich. Also sie waren vielleicht nicht immer physisch bei mir, aber sicher in Gedanken. Und nach der Trennung war mir jetzt niemand böse. Gibt es jetzt Leitsätze in dir, die du quasi manifestiert hast? Verändere dich nie für jemand anders und hinterfrag Dinge. Also warum sagt mir jetzt jemand, dass ich zum Beispiel dick bin? Im Grunde genommen bin ich jetzt echt glücklich. Also ich greife jetzt zur Schokolade, wenn ich Lust habe, gehe zum Sport, wenn ich Lust habe. War harter Weg, aber hat sich gelohnt. Und du machst ja einen besonderen Sport. Thai-Boxen. Und da bringen wir dich jetzt hin. Ich freue mich. Du schaust semi-begeistert. Ja, ich höre jetzt schon im Hintergrund den Song immer mitten in die Fresse rein. Hallo! Victoria macht nach der Trennung keine Therapie, schreibt aber einen Blog, um die körperliche und vor allem die psychische Gewalt zu verarbeiten. Außerdem macht sie bis heute viel Sport, aber nicht aus Zwang wie früher, sondern weil es ihr gut tut. Hilft dir das Boxen? Also nach der Beziehung? Auf alle Fälle. Man kann seine ganzen Emotionen rauslassen. Man fühlt sich frei danach, man fühlt sich total entspannt. Puh, also nach der Begegnung bin ich mir fast sicher, es kann jedem passieren, weil es geht ja nicht um dich, es geht um den, der gewalttätig wird. Und das siehst du halt keinem an und das merkst du auch keinem an.
Und wenn es dann zur Gewalt kam, das ist ja schon die Spitze des Berges. Da ist ja so viel davor passiert. Die Erniedrigung und die ganzen Psychospiele. Und da muss man schon aktiv werden. Da muss man schon gegenhalten und seinen Selbstwert schützen und mit Freunden reden, mit der Familie und sich Hilfe holen. Das ist schon krass. Also, wenn ihr im Umfeld oder selbst Erfahrung habt mit häuslicher Gewalt und darüber reden wollt, dann könnt ihr das gerne hier unten in den Kommentaren tun. Wenn euch der Film gefallen hat, könnt ihr hier ein Abo dalassen. Hier habe ich versucht herauszufinden, wie Frauen im Internet bedrängt werden. Und hier ist ein anderes Video zum Umgang mit Gewalt.